Das lässt die Herzen aller Operettenfreunde höher schlagen. Mit dem Klassiker Im weißen Rössel startet die Sommeroperette in die Spielsaison. Auf und hinter der Bühne spielen und singen 50 Akteure oder sorgen für den reibungslosen Ablauf. Zum ersten Mal seit der Neubegründung vor 5 Jahren bereichert ein Chor das Spiel. Wie gewohnt hat das Ensemble den 90 Jahre alten Klassiker in die Gegenwart und in die Region geholt. Es ist ein Stück, das seit 90 Jahren um den Globus galoppiert. Und ja, wir haben das Stück, wie wir es schon in den letzten Jahren immer gemacht haben, aktualisiert, in die Jetztzeit verlegt. Und auch hier funktioniert das weiße Rössel wunderbar. Einen Kaffee haben wir nicht. Was? Kein Kaffee? Wir haben einen verlängerten, eine Melange, einen kleinen und einen großen braunen, einen kleinen und einen großen schwarzen, einen Kapuziner, einen Franziskaner, einen Einspänner und einen Fiaker. Und für unsere chinesischen Gäste Kaffee. Die Gastronomie hat Probleme. Gäste kommen entweder in Massen oder zu wenig. Das Personal ist knapp. Und Liebesdramen sind sowieso immer aktuell. Und ohne Sie, meine Liebe, ist ein Sommer einfach kein Sommer. Rita Lucia Schneider schlüpft nicht nur in die Rolle der Wirtin Josefa, sie führt auch Regie. Einen einzigen schlagenden Beweis. Ich habe versucht, nicht mit einem Dirndl zu beginnen, wie man sieht, sondern die Umstände zu zeigen, wie ein weißes Rössel in diesem Jahr ausschauen könnte, nach einer Pandemie und mit all den Problemen, die dieses Gastgewerbe hat. Also sprich eine massive Personalnot, der Koch hat gekündigt, es gibt keine Stubenmädchen, die Gäste tröpfeln, vor allem die asiatischen Gäste kommen nicht. Ich habe es versucht, realistisch zu machen. Ey, für mein Wort und Experience. Ey, Mann, mit dem Deutschland-Ticket nach St. Wolfgang. Tobias Engelhardt hat das Bühnenbild entworfen. Er spielt auch den Siegesmund. Und das mit viel Leidenschaft. Ich bin ein Kind von dir! Weil es für mich immer nach Hause kommen ist. Ich habe also meine ganze Kindheit zwischen 1995 und 2006 hier auf der Waldbühne Heldre, damals noch mit der Coburger Sommeroperette, verbracht. Bin dann zum Studium nach Mainz gegangen und kam dann 2018 wieder hierher zurück zur Sommeroperette Heldre, wie sie dann neu hieß, und durfte hier quasi bei dem Neuentstehen des Vereins mit dabei sein. Die Besucher dürfen sich auf einen ganz wunderbaren Operettenabend mit bekannten Liedern und viel Humor freuen. Das Publikum war bei der Generalprobe restlos begeistert. Die Sommeroperette hält aber noch ein musikalisches Schmankerl bereit. Wir wollen die Matinee wieder etablieren. Die gab es ja schon mal früher und deswegen haben wir uns vorgenommen, am kommenden Sonntag, am 13. um 11 Uhr, den 150. Geburtstag des Operettenkomponisten Leo Fall hier gemeinsam zu feiern.